Ja, hallo Freunde, willkommen zu einem Video. Heute geht es um eine kleine Mischung aus dem Bluebee Minigun und den Rest seht ihr jetzt. Ja, hallo Leute, willkommen zu einem Video von mir. Heute mal wieder, ja, fast die vorletzte Bluebee Sorte und zwar nehme ich mir mal vor den Bluebee Minigun. Und zwar davon White Grape und Mint, also Traube Minze quasi. Dann zeige ich euch mal hier kurz den Schnitt. Also ich habe jetzt beide aufgemacht. Ich hoffe, es könnt ihr gut sehen. Ja. Also hier super, super schöner Schnitt. Ja, auf der Seite habe ich Traube, auf der Minze. Und dann komme ich mal quasi von beiden ein bisschen zum Geruch. Na, da fällt mir schon der erste Popel runter. Super. Ja, ist egal, lassen wir drin. Also der Traube riecht ganz leicht nach einer natürlichen Traube. Süß. Und man bekommt sofort Lust drauf, den einfach pur zu rauchen, ja. Also echt lecker. Ja, und dann der Minze. Also sorry für meine Gesichtsausdrücke, aber das ist 1 zu 1 ein leckerer, geiler Pfefferminztee. Ja. Also davon die Pfefferminznote. Wahnsinn, ne? Also nehmt es mir nicht übel, wenn ich über den Blue Bee Tabak hier jedes Video rumhype und sage, ach, der ist so geil und der riecht gut. Probiert ihn einfach mal. Schaut mal auf shisha-pleasure.de und holt euch dort die Minznoten, Doppelapfel, was weiß ich, auf jeden Fall. Oder schreibt den Ahmed an, ist der Hauptimporteur, und fragt, ob er vielleicht ein paar neue Sorten testen könnt oder bei ihm kaufen könnt, was weiß ich. Und das ist einfach nur Natur pur, ja. Ich werde das Ganze jetzt mischen, so 50-50 werde ich mal versuchen. Ich werde jetzt alles in einen Zipper packen, damit ich Traube Minze habe. Und dann sehen wir uns beim Rauchen zum. Ja, heute ist Outtakes Day. Und dann sehen wir uns beim Rauch und beim Geschmack. Ist egal, bis gleich. Hallo Leute. Willkommen zurück, und zwar wie vorhin schon gesagt, geht es um einen Teil von dem Bluebee Minigun heute. Und zwar direkt um Traube Minze, habe ich gemischt. Ja, Schnitt habt ihr vorhin schon gesehen, Geruch habe ich auch schon was dazu gesagt. Also die Minze, die ist so hammergeil natürlich. Ja, dann ich rauche heute mit dem frisch ausgewaschenen Shisha Schmidti Glasmundstück und dem roten Silikonschlauch. Mit der Amy Deluxe 630, dem Amy 8-Loch-Kopf und zwei Lagen KS-Alu. Ich hatte mal Bock auf zwei Lagen. Und vier Kokoskohlkohlen. Zum Rauch brauche ich gar nichts mehr sagen, seht ihr selber. Ja, und der Geschmack. Also ich bin jetzt eigentlich nicht so ein Traube-Minze-Fan, weil Traube schmeckt immer relativ ja, dumpf süß, sage ich mal. Schmeckt auch hier dumpf süß, aber natürlich. Ist keine, wie im letzten Video gesagt, keine Chemie oder keine Parfümkeule. Und der Minze ist so schön, ja, ein bisschen blöd ausgedrückt, aber ist wirklich schön natürlich. Wie ein Pfefferminztee, den er, sage ich mal, ungefähr 5 bis 6 Minuten ziehen lassen habt und dann dran riecht, ja, also so natürlich, echt geil. Der Mizo-Minze, der ist, finde ich, extrem, so ein bisschen chemisch krass, sage ich mal. Der gefällt mir jetzt nicht so, aber der Blue Bee, ja. Lässt mich sprachlos werden, weil der ist einfach
Super, ja. Kann ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer Daumen hoch. Ja, wenn ihr einatmet, habt ihr eine leicht kühle Minze. Jetzt nicht so arg frisch, aber auf jeden Fall ja, eine leichte, schön dezente Frische. Und dann im Abgang kommt der Traube schön durch. Ja, wie wir es alle kennen oder wie ich das kenne, eine leicht dumpfe, süße Traube. Wie soll man auch Traube mischen? Also ich finde, Traube ist relativ schwer zu treffen, weil ja, ist schwer. Also gibt es auch hier von mir eine Probierempfehlung. Ich bin ja mal gespannt auf den Zitrone und den Doppelapfel. Ich habe ja noch die alte Produktion vom Doppelapfel. Vielleicht werde ich da ein bisschen längeres Video machen, wo ich mal die alte Produktion teste und die neue Produktion. Und das packe ich dann komplett in ein Video, damit ich mal so ein kleines Fazit habe davon. Ja, und das war's auch schon wieder. Dann würde ich mich verabschieden. Jetzt gibt es noch ein, zwei Bilderimpressionen und dann bin ich raus. Haut rein, bis morgen. Ciao.